Hallo und herzlich willkommen bei Scootertouren. Mein Name ist Günther Wimme und ich zeige dir alles, was du zum Thema Reisen mit dem Motorroller wissen willst. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Gestern war das schönste Wetter. Wir sind hier auf Vorabtour in den Alpen. Die Sonne hat gestern gescheint, die Wolken sind durchgezogen. Es war ein weiß-blauer Himmel, es war einfach grandiose 25 Grad. Traumwetter, Traumstraßen, Traumgegend. Einfach irre. Tja, aber wie es in den Alpen so geht, am nächsten Tag kann das Wetter ganz anders sein. Und heute Morgen sah es ziemlich grau aus. Dicke Wolken, Wetterbericht, oje, 90% Regenwahrscheinlichkeit, also mit ziemlicher Sicherheit. Ja, sowohl nördlich als auch südlich der Alpenhauptkette schlechtes Wetter. Also, was macht man in dem Fall? Die Ängstlichen bleiben zu Hause. Wir sind dahin gefahren, wo es am sonnigsten war. Am wenigsten grau, tief, blau, schwarz. Sind einfach losgefahren. Und in der Tat, Gott belohnt die Mutigen. Wir haben den ganzen Tag trocken gefahren, ab und zu ist sogar ein Sonnenstrahl ist rausgekommen. Es waren die schönsten Straßen, weil es war komplett leer. Alle haben nämlich auf die Wetter-App geguckt und da stand 90% Regenwahrscheinlichkeit. Ergo sind wir fast allein rumgefahren. Es war toll. Naja, bis 20 Kilometer vor zu Hause. Da mussten wir über einen Pass drüber und naja, auf der einen Seite hat es mild geregnet, auf der anderen Seite wild. Naja, wir sind ziemlich nass geworden. Naja, nicht so wild, weil man soll, wie gesagt, den Tag nicht vor dem Abend loben. Hier, anstatt hier im Regen zu stehen, stehe ich hier im Hintergrund. Ja, ein paar Wolkenfetzen, sie ziehen hier noch durch. Ja, ganz wenige. Es kommt fast die Sonne wieder raus. Na, das Wichtigste ist ohnehin, gute Klamotten dabei zu haben. Wir haben die dabei gehabt und die hängen jetzt im Trockenraum und den zeige ich euch jetzt mal. Ein gutes Hotel hat einen Trockenraum und da sieht es dann so aus, dass Biker, Motorradfahrer, Wanderer ihre Klamotten aufhängen können. Es ist wunderbar bullig warm. Huch, Ski sind hier auch. Helme gibt es hier noch. Und ja, am nächsten Tag wird es wieder trocken werden. Also du merkst schon, das Wichtigste beim Alpenfahren ist Gottvertrauen haben, gute Klamotten dabei zu haben, hat noch nie geschadet. Dahin fahren, wo es am wenigsten bewölkt ist und wenn es Traumtage gibt, komplett von morgens bis abends genießen. Dann schmeckt auch das gespritzte Almdudler abends am allerbesten. Ich freue mich, dich bei einer Tour demnächst zu sehen. Wenn du Fragen hast, ruf an, schreib mir eine E-Mail. Wenn dir das Video gefallen hat, dann schreib was dazu oder abonniere den Scootertouren YouTube-Kanal. Ups, was für ein Zungenbrecher. Ansonsten bis bald. Ciao, ciao. Euer Günther.